Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Ja, wie euch auffällt, wir stehen woanders. Wir haben uns entschieden, wir machen das mal nicht so. Wir machen die Mission nochmal neu. Wir sind alle gestorben. Hust, hust. Also machen wir jetzt alles nochmal neu. Mit mir an der Seite sind Navo, Enno und Wanwa. Hallo. Hallo. Guten Tag. Genau, und wir steigen in unsere Rollen und diesmal sterben wir bitte nicht, ne? Also, das dann lässt Fußmarsch. Sich nachfolgen. Commander, ich habe eine exotische Idee. Okay, lass hören. Diese Basis lässt sich von, wir müssen aufzählen, Haupteingang, rechte Felsenwand, linke Felsenwand und von hinten angreifen. Das sind vier Seiten. Ja. Wenn wir einen simultanen, vierseitigen Angriff starten, dann haben wir zwar schwach, aber schnelle Feuerkraft. Und ich gebe dir gleich einen vierseitigen simultanen Einlauf. Du könntest Unterstützung von der Frontseite geben mit deinem Scharfschützengewehr. Ja, das könnte ich durchaus tun. Und wer soll dann, mich schützen, während der Mörser auf mich losbolzt, wie ein Bekloppten? Das macht derjenige, der über den Haupteingang reingeht. Ja, und was macht der Mörser dann auf die Idee kommt, ach ja, den Sniper habe ich ja gerade schon gekonnt weggebolzt, jetzt bolze ich den weg? Dann kümmert sich derjenige, der von hinten kommt, um den. Wir könnten das alles durchmachen, also. Und sobald der Mörser anfängt rumzuballern, haben wir die Arschkarte. Den müssen wir zuerst ausschalten. Wenn der weg ist, haben wir gut. Also, als erstes wird unser Sniper jetzt mal den komischen Vollidioten am Zelt ausschalten, der da schon wieder gegen die Plane pisst. Ja, ich komme ja. Dann kommen die beiden auf den Türmen dran und dann können wir uns zumindest schon mal von verschiedenen Richtungen annähern und mal die Lage checken. Ja, bei dem Betonturm könnte man doch hinten lang, oder? Ja. Ich denke, das wäre eigentlich die beste Einstiegsweise. Zumindest für den Sniper und für einen Unterstützer. Ja, also ich wäre ehrlich gesagt dafür, zumindest im Team zu bleiben. Damit es nicht so kritisch ist, wenn einer fällt. Weil wenn ich auch mitkämpfe, dann kann ich mit der Drohne nicht gucken, wo ihr seid. Und wenn ihr fallt, dann wissen wir nicht, wo wir suchen sollen. Ja, und da kommt ein Mörserschlag und alle vier sind weg. Ja, Zweierteams. Okay. Zweierteams ist gut. Scheiße! Enno, wir sind ein... dieser Sniper! Wir sind ein gutes Team. Wir gehen zum Haupteingang, oder, Commander? Sie haben gerade Verstärkung gerufen. Wollt ihr kurz Minen auf der Straße legen? Kann ich nicht. Wir werden gleich schon. Oh Gottes Willen, das hängt ja gut an. Sniper am Turm. Oh Gott, ich werde beschossen. Könnt ihr ihn ausschalten? Freies Schießen. Kein freies Schießen möglich. Kein freies Schießen möglich. Mein Mann macht wieder komische Dinge. Ach nee, jetzt kommt Verstärkung für die. Mörser kommt. Mörser runter. Ja, nicht auf mich. ich brauche als Medic gerade mal kurz eure Position. Also rein in den Laster kapern und nichts wie weg. Verstanden. Die Positionen sind ganz wichtig gerade. Siehst du die Position da, wo wir waren? Ja, Weeper sehe ich. Enno habe ich, glaube ich, auch gerade gesehen. Nein, jo. Es ist Navo. Enno sehe ich nicht. Red dich mal, halt. Guck mal. Was? Siehst du mich ein kleines Stück nach rechts? Hier im Busch? Ja, positiv. Okay. Okay. Da kommt eine Person auf dich zu, Enno. Von links. Kann ich noch nicht bestätigen. Könnte gleich von hinten kommen. Hallo, schieß doch nicht auf mich. Das wurde gesagt, von links kommt eine Person. Himmel! Ich wusste ja nicht, dass der hier alles hin. Mann, war du hast mich gerade gesehen. Hier ist ein ziemlich guter Aufgang zur Base. Oh Gott! Wenn ihr es schafft, dann wäre das hier, glaube ich, die beste Option, die ihr habt. Okay. Ich schließe zu Navo auf. Enno, kannst du Wanwa folgen? Mörser kommt runter. Was? Kannst du Wanwa folgen? Positiv, aber ich muss über freies Feld jetzt kaum decken. Mein Mann macht komische Dinge. Wann wenn du kurz warten könntest, dann schließe ich auf. Ich befinde mich unter dem Felsvorsprung. Okay, gut. Bin bei euch. Ich bin on fire. So. Oh. Da ist dein Fünfter. Also hier können wir ziemlich gut
uns auch verteilen. Also einer könnte hier halt quasi unter der Treppe hoch, der nächste könnte halt ein Stückchen weiter rum und dann am Turm rein. Ja. Unser Sniper down. Ja, anscheinend. Die Position ist so offen beim Sniper, ich weiß nicht, wo das sein könnte. Das können alle Punkte auf der Karte sein. Okay, Enno, du gehst weiter zum Turm und gehst beim Turm rein. Ja, stand. Ihr seid aber, wenn du es kannst, ja. Versucht auf euch aufzupassen. Und, also ich kann nichts ansagen, wenn was kommt, weil ich laufe zurück zu Reaper und suche ihn. Okay. Standen. Ich vermute, es war da, wo ein Mörsereinschlag ist. Ich kann nicht zum Turm rein. Am Eingang zumindest befinden sich schon mal zwei Soldaten. Ich sehe den blauen LKW. Achtung, im offenen Feld laufen Leute rum. Zwischen den Felsen. Die Soldaten am Eingang sind weg, aber können natürlich jetzt überall sein. Oh, ich wurde gesichtet. Ich bin bei den Zelten. Jetzt rein. Negativ, ich werde immer noch gesehen. Drei Soldaten am Eingang. Ich glaube, sie haben meine Spur verloren. Navo? Ich bin an der Straße. Okay. Aber ich sehe hier nichts. Doch, ich sehe Verstärkungsautos. Aber aus irgendeinem Grund sind sie nicht komplett den Berg hochgefahren. Granate fliegt. Und wieder Artillerie-Schuss. Eine Explosion. Aber noch keine Luftunterstützung, soweit ich das erkenne. Wie geht's um so einen Aufklärer, Commander? Ich bin noch an der Straße. Ich versuche mich langsam in den Büschen fortzubewegen, weil hier ziemlich viele Gegner sind. Da ich am Turm nicht weiterkomme, soll ich dir zur Unterstützung helfen? Okay, ich bin beim Mörser. Kann Reaper sehen. Oh, ich bin mitten beim Mörser und bin unter starkem Beschuss. Ich sehe dich. Okay, ich habe den Mörser unter meiner Gewalt. Versuch mal die Gegner woanders hin zu locken. Granate fliegt, nehmt das. Ich gebe mein Bestes. Oh, ich lebe wieder. Ich bin nicht in der Bedienung eines Mörsers ausgebildet. Muss man auch nicht. Okay. Zur Not zerstöre ihn einfach. Granate kommt, komm mierda, komm raus. Zwei Unidad laufen am Turm rum, an dem Steinturm. Positiv, der Mörser ist zerstört. Sehe ich, kann aber nicht beide auf einmal abschalten. Hallo. Oh. Kann mir einer am Turm helfen, die aufzuschalten? Achtung, da kommt ein Auto. Zwei. Am Haupteingang steigen zwei aus, glaube ich. Wie viele? Sag dein Köpfchen. Ich könnte zwei mit dem LKW jetzt wegfahren. Den am Eingang. Insgesamt drei Gegner. Der Tango ist hin. Nur zwei Einzelnen. Los geht's. Down. Commander, er bittet die Erlaubnis, mit dem LKW aus dem Gebiet zu fahren. Korrektur. Wenn du es schnell schaffst, ja. Okay, wie ist der Weg bis auf die Einfahrt aufs Gelände? Ich hoffe, deine kleinen Flugeinlagen haben mir geholfen.
Okay. Warte, ich fahre ein Auto aus dem Weg. Ich werde beschossen, ich muss mich in Bewegung begeben. Ja, am Eingang kannst du raus. Dann. Hat jemand von uns den Heli? Negativ. Positiv. Einsteigen? Oder. Ach, das ist ein Gegner! Ach, Gott. Komm raus, wenn du kannst. Oh Gott, ja. Können ist eine Sache. Hier sind, oh Gott, 8 Unidad-Fahrzeuge, glaube ich. Das ist ein Himmelfahrtskommando. Mein Wagen funktioniert noch. Oh Gott, hier sind noch mehr. Ich habe, glaube ich, jetzt über 15 Fahrzeuge gezählt. Bist du schon da vorbei, wo wir gestartet sind? Ja. Okay. Achtung, wenn ihr da langlauft. Die Straße steht unter Beschuss. Ich empfehle einen dringenden Rückzug, da ich mit dem Fahrzeug fast schon in sicherem Gebiet bin. Ja. Okay, fahr weiter, bis du sicher bist, Bamba. Ich bin da, wo wir gestartet sind, fast. Und stehe immer noch unter Beschuss. Bamba steht aber auch durch den Heli unter Beschuss, oder? Nein, ein Heli verfolgt mich nicht. Okay. Reaper, nee, links von dir ist ein großer Heli, der versucht jetzt auf deine Höhe zu kommen. Katari hier Nomad. Wir haben dein Paket. Ich bin nicht sehr gut im Fliegen. Eigentlich sollte das unser Pilot machen. Ja, wenn du mal kommst, dann könnte ich es auch nehmen. Es ist schwierig so unter Vollsturz ab. Schon klar, wir sind vorsichtig. Nomad Ende. Okay, ich befinde mich mit dem LKW in sicherem Gebiet, weiß aber nicht mehr, wo ich bin. Na, wo bist du denn in dem LKW dort, in dem Jeep? Mist ist down. Boah, wie komme ich denn hier hin? Unsere Chefin ist down. Oh Gott, letzte Punkt. Ja, ich bin so weit weg, ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Lieber, bleib auf Position, wir kommen zu dir. Allerdings ist hier ein Gegner unterwegs. Ein Fahrzeug mit Geschütz. Position nochmal bitte erinnern. In der Nähe unseres Stadtgebietes. Verstanden, ich versuche an einem. Bist du das in dem dicken Heli? Nein, leider nicht. Okay, dann haben wir ein Problem. Also wo bist du denn diesmal? Und sag mir nicht. Der Heli ist abgeschossen. Super, und sag mir bitte nicht, ich steh gleich wieder auf und kopf doch mal so blöd. Wer von unserem Team lebt noch? Ich sehe 10. Der Soldat? Lebt unser Scharfschütze? Anscheinend nicht mehr. Okay, kann man das auch nicht. Nochmal ein Heli. Ich wüsste nicht. Gibt's irgendwo Radarunterstützung, dass man mir sagen kann, wo ich mich mit dem LKW hinbewegen müsste? Mal kurz schauen. Das ist ein ganzes Stück weiter. Die Straße voll. Genau. Negativ. Warte. Südliche Richtung, genau. Genau. Ich glaube, ich habe Funksprüche bekommen von der Zentrale. Ja, und ich habe jetzt auch wieder Satellitenbilder. Ist auf dem Satellitenbild die Anomalie von dem blauen LKW zu sehen? Positiv, sehe ich. Ich muss mich aber noch mal kurz in andere Decken begeben. Ja. So. Phase folgen. Vorsicht, schau mich um. Ja, mir wurde auch gesagt, hier sind sehr zerbrechlich Ampullen drin. Okay, dann immer vorsichtig. Ich habe keinen guten Stoßdämpfer. Vor allem das Ding sieht so aus wie ein 7,5. Nächste rechts. Oh. Das Ding sieht zwar aus wie ein 7,5 Tonner, steuert sich aber wie ein 40 Donner. Der Straße weiter folgen.
dort vorne. Rechts um die Ecke. An der Kurve jetzt. Ah ja, okay. Und dann die nächste rechts. Und jetzt einfach mal vorne. Ah, ich bin in einem Rebellenlager. Gute Arbeit. Ihr Team hat hinter Blankerstelle im Kokain-Geschäft einen schweren Schlag versetzt. Und die Befreiung der Klinik und die Impfstoffe haben eine Menge Leben gerettet. Allzeit bereit. Das Kartell wird versuchen, den Umsatzausfall wettzumachen. Mag sein, aber wenn sie nicht bezahlen, kostet sie das Loyalität. So ist es. Ich meine, da stand noch einer. Oh, hier im Lager sind Betten. Verdammt. Für die Gesundheit. Ich bin gleich wieder da und kann hier nicht helfen. Das Paket wurde abgeliefert. Hier sind das Betten für die Gesundheit. Danke, ich stehe in eurer Schuld. Der Impfstoff wird Leben retten. Bin down. Mensch. Team, Statusmeldung? Statusmeldung? Okay, Genesung im Bett? Genesung im Bett? Ich lieg auch in irgendeinem Bett. Das ist ein bisschen grün hier. Ja, ich glaube, mir geht's besser. Enno, geht's dir auch besser? Der hat dich doch hier rüber getragen, genauso wie uns. Du musst nur aufstehen. Ja, ihr wart hinten auf der Ladefläche. Du musst nur aufstehen. Ja, deswegen bin ich ja tot. Schwerer Schädel und Trauma. Mensch! Gibt's hier Munition? Ich vermute, irgendwo in dem Lager gibt's Munition, ja. Nein, gibt's nicht, verdammt. Oh. Aber wir sind ja an eine Stadt angebunden, vielleicht gibt's da Munition. Da ist eine Stadt. Ich entspanne mich noch ein bisschen im Bett. Ich mache noch Mauerläufer. So, gesammelt haben wir uns, oder? Bei dem Lager mal. Ja, auch. Okay. Ach, diese Stadt kenne ich doch. Ich glaube, wir waren hier auch schon mal. Ja, das ist... So, es ist das. Oh. Ein paar unfreundliche Burschen in der Stadt. Aber die gute Nachricht ist, wir haben in diesem Gebiet alles erledigt, was wir hätten erledigen können. Ja, wir haben auch die Geduld der Zuschauer erledigt. Die Geduld der Zuschauer, ich glaube, die haben alle abgeschaltet, als wir das dritte Mal toter lag. Oh, es gibt Gardien vor Sadisten. Oh ja. Nichts gegen die Zuschauer. Also ich bin dafür, dass wir das nächste Gebiet Kaimanis ansteuern. Ich weiß nicht, die haben Schwierigkeit 3. Vielleicht sollten wir im Norden Schwierigkeit 2 nochmal machen. Ja, wir haben ja gerade schon bei der 2 Mission versagt. Na gut. Holt einer ein Auto? Ja. Verbleibt in eurer Position. Ich kann das regeln. Okay. Wie er tanzen kann. Man muss ihm die richtigen Schritte zeigen mit ein paar Kugeln. Dann sind die Zehen weg. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht mal an die Seite gehen, weil du weißt, wie er fährt. Ne? Das ist mir egal, da können wir wenigstens wieder beschimpfen. Der Sanitäter ist die Kern. Ah, guck mal, da ist doch was. Wir können auch den Heli nehmen.
Vielleicht wäre das angenehmer. Heli? Heli? Ja, hier über den Berg rüber müsste einer sein. Naja, das ist auch ein ganzes Stück. Ja, aber... Da kommt schon ein Auto. Okay. Leider. Ja, aber das ist noch kein vernünftiges Auto. Jetzt ein Euro 3 Diesel und das ist hier eine Eurozone. Eine Euro 4 Zone, verstehst du? Das ist natürlich kritisch. Ja. Ich höre Schüsse, ist das normal? Ja. Das gehört dazu. Ja, das ist ein schöner Kia Sandero, der hat auch Gasantrieb. Und mal jetzt. Jetzt aber schnell weg hier, bevor sie wieder auf die Idee kommen, auf uns zu schießen. Okay, ich benötige ein Navi. Ich mach mal gerade kurz die Einstellung. Okay, ich glaube, also das Navi links? Ist. Nein, falsche Richtung. Ah, ich hab Google Maps, das ist nicht so zuverlässig. So, da vorne dann wieder nach links. Was heißt denn dann? Wann war? Und am Ende der Straße wieder nach links. Das dauert aber noch ein bisschen. Ach ja. Ich glaube, wann man Straßen hört, ist wirklich kein Tod oder Kraftfahrer seiner Mutter. Nee, du hast links. Ich werde dann mal während der Fahrt hier meine Raum nehmen. Mach das. Durchzug, ich guck so lange auch raus. Aber mach's Fenster auf. Da ist doch schon. Ist schon offen. Ah. So, Versicherungsbetrug. Ja, hat nicht reagiert. Wow! Was passiert? Kriegen wir das Auto noch wieder auf die Straße? Ja, gar kein, das ist alles geplant. Okay. Soll ich schieben? Das ist, siehst du doch, ist ein geländegängiges Fahrzeug. Ja, das ist aber auch da. Geringe Bodenabstand. Oh. Aua! Ich glaube, du solltest TÜV-Prüfer werden. Naja, ich nehme mal eher an Crash-Test-Dummy. Oh, da ist ein Krankenwagen. Mein Kollege. Oh. Hier gleich links. Hier gibt's nur noch. Achso. Ja, das meine ich. Da muss ich mal schnell auf mein Smartphone was suchen. Was war das nochmal? Was erwartet uns denn an unserer Mission? Wir müssen erstmal Informationen suchen. Achso. Wir wissen ja noch nichts über das neue Gebiet. Wobei, vielleicht kann unsere CIA. Agentin, ja, was sagen. Wieder links. Dann. Oh, hier waren wir auch schon mal. Hier ist auch nicht so freundlich. Ja, dann Moment. Schnell weiter. Wo bist du gerade? 1,30 der Liter. Ist das an. Der Wahnsinn? Ja du darfst es klauen. Du darfst Moment, es klauen. Ich war schnell. Das setzen wir von der Steuer ab oder so. Ja, machen wir. Links? Ja, Spurke. Ich glaube, ich habe den falschen Treibstoff getankt. Irgendwie dampft unser Motor. Hauptsache, er hält noch durch. Also wir wollen jetzt hier rechts, aber ich würde sagen, wir bleiben auf der Brücke stehen, weil irgendwie könnte es kritisch werden mit den Informationslagern, die da sind. Hauptsache, du hast nicht den billigen Sprit getankt. Ich glaube, hier könnten wir mal parken, oder? Agua Verde. Ja. Es sind angeblich 3 Informationslager, die wir mal befragen könnten. Der glotzt uns denn jetzt schon wieder an. Ja, wir wurden irgendwie... Keine so freundlichen Leute. Ich verstecke mich hinter dem Zivilisten, okay. Er ist tot. Ja, und unser Scharfschütze sitzt noch gemütlich im Auto. Tja, der hat echt die Ruhe weg, wenn er raucht. Vor allem fährt der eine hier. So stark habe ich doch gar nicht geträumt.
Wow, explosive Stimmung. Es ist nichts passiert beim Rauchen, wo du eingeschlafen bist. Also, ach so, okay. Naja, die Dashcam würde ich trotzdem mal überprüfen. Ja gut, ich würde sagen, einmal auf die andere Seite. Ich nehme den matschigen Weg. Was? Ja, ich bin hinter Nabo. Was? Ja, nicht über die Brücke. Nicht? Ja, aber das ist hier umgeschwimmt. Oh ja, da habt ihr recht. Ich pack die Drohne aus. Oh, 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 da kommt Unterstützung. Unterstützung. Na toll, mein Fahrzeug ist kein Amphibienfahrzeug. Truppenstatus? Hast du Reaper überfahren? Nein, ich glaube aber trotzdem, dass er von uns gegangen ist. Aber ich glaube, ich weiß seine letzte Position. Okay. Auf der Brücke. Ja, gut. Oh, mein Freund! Ja, ich sehe ihn, unseren Scharfschützen. Ah, das schaffst du. Stell dich nicht so an. Oh! Granate fliegt. Wo renne ich denn jetzt ab? Granate fliegt. In den Häusern. Oh, jetzt nochmal. Stell dich nicht so an. Das war nur ein Schuss. Nein, das war kein Schuss. Das war. Hätt's mich nicht erwischt. Gefühlt 5 Tonnen, die mich überrollt haben. Ach, der LKW oder was das war? Ja, ja, das waren dann die 50 Tonnen. Ja. Okay. Ich habe ihn noch im Winkel gesehen. Erledigt. Ach, ist der eigentlich down? Okay, Commander. Ja. Situationslage. Leute in den Häusern, wo wir eigentlich hin wollten. Ich habe einmal markiert. Da, wo die 1 vorsteht, dort haben wir gefangene Rebellen, sowie einmal Supplies und einmal was zum Hacken. Okay. Ich hab, glaub ich, zu euch aufgeschlossen. Ich sehe, glaube ich, Enno. Das Gebäude ist ansonsten frei von Gegnern. Okay. Und auch das Nachbargebäude ist hier ist irgendwie ein Board. Ich muss mal kurz WhatsApp schicken. Wir sind die Teils zu einer Kartellversorgungsheli beladen und startklar. Klingt wie etwas, das den Rebellen gerade recht käme. Infos über die Termine eines Kartellkillers. Setzen wir ihm zu, damit Jo, ihr kommt auch raus. Hat sonst noch jemand die Schnauze vom Gelaber dieser Kartellherrsche voll? Hiermit können wir es beenden. Das ist der Standort von einem ihrer Sender. Wir haben den Standort eines Care-Pakets. Sehen wir doch mal nach, ob es immer noch da ist. Ich weiß, wo eine inaktive Sendeanlage der Rebellen steht. Fahren wir hin und schalten sie. Irgendjemand flucht hier noch sehr offensiv. Ja, aber kein Gegner. Na, einen sehe ich noch, aber der ist auf offener Straße. Ich fühle mich beobachtet. Ja. Oh, ich glaube, das ist der Einzige, aber der kommt gerade, das ist nicht gut. Hat er eine Granate geworfen? Bowman, wir sind in Agua Verde angekommen. Willkommen im Narco-Paradies. Agua Verde war mal ein Nationalpark, aber jetzt ist es nur noch Santa Blanca Spielplatz für VIPs. Und dieser Narco Junior... So, ansonsten ist hier niemand mehr. Er kam Politiker, Richter und CEOs zur Entspannung und Sexspielchen ran. Wie ist der Plan? Wir müssen wissen, mit wem er Svenja Deals macht. Casita muss irgendwo eine Gästeliste haben. Wenn sie ihn finden, haben sie den Namen. Verstanden. Wir sind dran. Wo bin ich? Bowman hat uns Infos über Casita geschickt. Ach ja. Mhm. Oh, Jaguar Blanco. Ein paar Landkarten. Was haben wir da? Casita ist derjenige, welche der dieses Gebiet regiert anscheinend. Ich fahre. Oder hieß er so? Ich weiß es nicht. Casita ist er. Casita ist okay. Also wir haben schon mal ein paar Informationen.
heißt, wir könnten jetzt uns ein Auto schnappen und schon mal weiterfahren. Ja, das ist richtig. Wir stehen hier vor dem Tor, aber an der Außenseite, quasi bei der Brücke. Du steht doch da vorne. Ich, ja, aber es fehlt noch unser Commander. Oder? Nee, ich bin bei dir. Ich sehe das wegen der Scheibe. Alle nicht. Drin. Wo lang? Da wo du hinguckst. Und der Straße erstmal folgen. Du, sorry, wurde gerade auch angefunkt. Wollen wir währenddessen unsere Speicherkarten austauschen? Könnten. Wer war denn dran? Ich, oder? Durchaus möglich. Ich hab keine Ahnung, egal. Okay, gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser etwas chaotischen Folge. Wir haben es ja dann doch geschafft und Professionalität gehört zu unserem Profil. Also von daher bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Tschüss.